Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei Anno 1800. Erstmal kurz in Enbesa. Because I found it. Also ich habe es nicht selber gefunden, ich habe es finden lassen. Das Internet ist ja groß heutzutage, deswegen weiß ich jetzt, wo es ist. Also, diese Insel wäre es gewesen, mit dem schönen See in der Mitte. Die gefällt mir übrigens auch. Also hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich die schon per se sehr gut finde. Es ist diese Ecke, meine Damen und Herren. Diese Ecke. Achso, ich hab's schon hingeschickt. Ja, ich habe ein bisschen größer gedacht, ja. Bin sich davon ausgegangen, dass es hier so ein kleines Misteckchen ist. It is it. Ja. Ne? Überschaubar. Egal, wir haben's. Schoner steht bereit. Schoner steht bereit. Dementsprechend schreiten wir voran. Das war's dann auch mit der Kartierung von Enbesa. Also das ist dann der letzte Abschnitt, den wir noch haben. So, wir machen jetzt tatsächlich in der Zwischenzeit mal ein wenig was Produktives. So, I need a place where I can build my main city. Yes. Yes. Kommt bitte hier hin. Könnte man aber auch da hinten hinbauen. Braucht ihr Wasser? Ist egal. Wir bauen erstmal die kleine Hauptstadt hier hin. So. Nicht zu viel, weil wir müssen erstmal noch Holz produzieren. Kann ich das nicht einfach hier ransetzen? 100%. Super. Ja. Dann haben wir erstmal ein bisschen Holz. Also das können wir einfach dann nebenher laufen lassen. Ohne dass wir uns da aktiv dran beteiligen müssen. Außerdem, die Dinger kosten auch immer nur ein Holz. Ne? Das geht ja also auch. So, erste Ressource, Marktplatz, haben wir. Hirten. Warum kein Honig, süßer Streif? Hirten. Können wir erstmal so bauen? Ohne dass wir... Sehr gut. Ohne dass wir erstmal die Wasservorräte hier anknabbern müssen. So, Ziegenmilch, check. Ja, 50, gut, wird erstmal natürlich nicht reichen. Nächste wäre dann auch schon das kleine Ding hier. Ja, und jetzt brauchen wir Häuser. Okay, geht schon mal gar nichts. Da passt leider auch keins mehr. Schade. Ja. Geht also. Oh, wir sind gleich da. Bisschen schneller, bitte. Naja. Wir drängeln mal nicht. So, Freyatte. Achso, apropos. Sind wir schon in der alten Welt? Wir haben mit unserer Marine? Yes. Ihr platziert... Ihr kommt mal bitte alle kurz hier hin. Flotte legt ab. Weil wir müssen das, obwohl wir können einfach sagen. So. Ein Clipper. Noch ein Clipper. Ach, du solltest Zemento holen. Donner Zemento. Du nimmst mal bitte vorsichtshalber Stahlträger mit. Weiß nämlich nicht, ob wir davon noch welches brauchen. Und wir nehmen gleich mal ein bisschen mehr Zement mit. Ach, wir brauchten auch noch. Ah, ich weiß leider nicht mehr, was wir brauchten. Aber ich meine, irgendwie sowas Glänzendes wie Gold oder sowas noch im Hinterkopf zu haben. Auf Ihren Befehl. Salatia 2. Arktikum. Dann weiß ich, wo du hingehörst. Wo du hingehörst? Hi.
Wieso stehen hier so viele Schiffe? Warum ist hier eine Flotte? Ach, weil mein Flaggschiff hier schon steht. Hm. Du hast so eine Mistaufgabe. Das gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch. Wie, ja, sorry, Geld. Oh! Oh! Mr. Schmidt! Mr. Schmidt! Mal sehen, ob sie ihren Grundsätzen treu bleiben. Yes! Ah, gut beobachtet. Oh je, der kleine Elefant wurde von seiner Herde getrennt. Was? Kriminell. Nein, bitte nicht. Neue Ziele? Mann, jetzt. Ah, wo kann ich denn... Ihre Majestät ist nicht zugegen. Nur für den Fall, dass Sie selbiges zu hoffen. Bruder! Wir kaufen mal ein paar schöne Sachen für... Das die Schiffe. Emporium Exotique öffnet sein... Kriminell. Nein, bitte noch nicht. Admiral auf der Brücke. What the fuck? Kriminell. Nein! Sind unterwegs. Wo ist denn meine Flotte? Da. Ich könnte das mit dem Flaggschiff wahrscheinlich auch schon erledigen, aber naja. Safer ist safer, ne? So, was müssen wir machen? Klicken Sie auf umgestürzten Baum. Kriminell. Nein! Wenn Sie so eindeutig Hilfe brauchen, ist es schwer, nicht einzugreifen. Wir nennen diesen Ort Elefantenfriedhof Theta. Das waren alle großen Orientierungspunkte. Sie haben der Königin einen wichtigen Dienst erwiesen. Ja. Eine präzise Kartografie ist von großer Bedeutung für das Empire, wenn wir dieses Land regieren wollen. Oh, ich weiß nicht, ob ihr es regieren werdet. So. What the fuck? Hallo? Ah, okay, weil ich hier immer so hin und her springe. Kann ich eigentlich Taborim umbenennen? Kann ich. Der herrliche Duft von Injera. Gebacken auf einem heißen Stein. Ich weiß nicht, was Addis heißt. Heißt Addis neu? Hm. So. Warum? Natürlich nur für Komposita verwendet werden. Ja, na klar. Wie zum Teufel kriege ich Zugang? Wo waren... Das bringt mir auch nichts. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Schreiten Sie in der Aufgabenreihe von Kidusi Abu... Ja. Ich habe das beendet. Ja, red doch einfach nicht mit mir. Kann nicht abgebrochen werden. Freut sich, dass Sie angenommen haben. Tja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was das mir bringt. So! Wo ist denn meine Armada? Alter! Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wir schleichen voran. Alles bereit. Ich beobachte Sie auf Schritt und Tritt. Beeinflusst alle Restaurants. Arbeitskräfte, Attraktivität. Plus zusätzliche Ware, Fleischwaren. Sehr geile
Typen. Sind nur Madame Kahinas Preise kriminell? Oder stimmt, was man sich über ihre Vergangenheit erzählt? Arbeitskräfte plus, aber Attraktivität plus Fleischkonserven. Habe ich ein Restaurant mittlerweile überhaupt schon gebaut? Nee, ne? Nee, weil ich keine 120 Menschen habe. Was? Ach Gott, ja. Ah. Ja. Sorry. Boah. Das geht ja. Kann ich hier noch einen zweiten bitte mal bauen? Ist ja egal. Hauptsache, wir haben erstmal ein bisschen Holz. So. Wird aufgeforstet, alles gut. Aber Hauptsache, die Holzproduktion geht mal ein bisschen voran. Quatsch, neue Welt. Alte Welt will ich. Boah. Wo ist denn hier so eine Fregatte? Neue Befehle, Admiral. Volle Segel! Eine Krankheit ist ausgebrochen. Wo denn? Oh mein Gott. Das ist ja bad. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele Menschen können denn krank sein? Alter. Das ist ja eine Epidemie. Boah, ihr seid genauso schnell wie vorher. Flotte geht auf Fahrt. Na gut. Geleitschutz. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich ein krasser Kampf wird. Bereit für neue Befehle. Herrje, Herrje. Mein Magen krampft wieder. Alter, was? Beeinflusst Chemiefabrik Shampoo und... Okay, gut. Zusätzliche Ware sei Peter, Talg und Dynamit. Oha. Das ist ja krass. Das sind auch neue Gegenstände, ne? Die gab es, glaube ich, auch erst jetzt mit dem letzten Update. Ja, 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 alles klar. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? 6. Ja, gut, 6000. Wir sollen sowieso ein Restaurant bauen. Machen wir das einfach mal. Wir bauen einfach mal ein Restaurant hier hin. Demnächst neue Gerichte? Wen sehen Rezept? Erzherzogische Schnitzel. Endlich. Ein Tempel des Geschmacks und der Aromen. Dann wollen wir den Göttern der Haute Cuisine doch gleich huldigen. Im Grunde genommen funktionieren Restaurants wie Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, verbrauchen die noch Eingangswaren. Solange das ausgewählte Rezept zubereiten kann, befördert seine Touristen ein Rezept, egal welche Rezepte sie auswählen. Ein Hoch auf das neue Gericht. Binden Sie das Restaurant mit Hilfe weiterer Bushaltestellen. Was? An und erfüllen Sie so die Bedürfnisse nach Lokalen. Denken Sie daran, dass möglicherweise mehrere meiner Restaurants mit allen Hotels zu finden. Ja, 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 alles gut. Die Käseplatte hier ist einfach himmlisch. Also ich brauche Schweine, Kartoffeln und Talg. Ach. Also, das sind ja alles irgendwelche Grundprodukte. Ja. Kartoffeln haben wir mal zu wenig. Gott, wo ist denn Teig? Hier Zwischenprodukte. Auch zu wenig.
Also Kartoffeln und Teig brauche ich. Ich war noch jung, als eine große Seuche in Besa heimsuchte. Sie wurde von gewaltigen Schiffen mit dunklen Segeln gebracht. Eine Epidemie breitet sich aus. Ja, mein Lieber. Ich versuche sie ja schon zu bekämpfen. So, einmal Kartoffeln und jetzt brauchen wir noch Talg. Weil Schweine und Talg. Voll fies. Was ist denn dieses Teigding? Doch hoffentlich jetzt genug produzieren, oder? Kartoffeln plus, Schweine plus, Teig plus, jawohl. Sehr gut. Die Waren werden sich nicht von alleine in den Regalen stapeln. Das ist absolut richtig. Das habe ich vergessen. So, alle sorry. Mitarbeiter sind anwesend. Aber das hier ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Elektrizität, da brauchen wir noch einige neue Leute. Gut, das können wir aber mal für später uns aufbewahren. Ja, ich weiß, die Krankheit, die geht hier richtig durch die Decke. Restaurant, stimmt, wollte ich hier auch bauen. Jetzt, achso, genau. Jetzt habe ich aber zu wenig Touristen, ja? Ich hatte mehr Farbe und Flair von der alten Welt erwartet. Was ist denn, wenn ich ein zweites Ding baue? Also ein zweites Hotel. Kriege ich dann doppelt so viele Touristen? Obviously yes. Ich muss übrigens neue Häuser bauen. Wow, dass ich hier nochmal normale Wohnhäuser baue. Wahnsinn. So. Dann haben wir die Bauern erstmal wieder. Was ist denn hier los? Schienen besetzt. Achso, ja. Okay, das funktioniert. So, kann losgehen übrigens. Flotte beginnt Geleitschutz. Ich hoffe, das klappt. Weil ich befürchte so ein bisschen, dass das zu viel oder zu langsam alles ist. Kann ich hier übrigens auch mal Steinstraßen jetzt bauen? So, hier bitte auch mal. Ach, meine Heimreise kann ruhig noch warten. Okay, sehr gut. Das geht jetzt also. Also, merken Sie sich, was für ein Restaurant wichtig ist. Das Busnetz. Ja. Grünen Straßenbahn gezeigt, wer Eingangswagen kommt. Der Kreis gibt an, welche Anwohner von dem ausgewählten Rezept profitieren. Welcher Kreis denn? Oha.
Okay, Produktion und nicht Restaurants entgegen Touristen und Kunden aus. Falls ein Restaurant zu wenig Kunden hat, wird der Bedürfnis die Vollständigkeit fällt geringer. Irgendwas. Ich hab's nicht lesen können. Okay, was ist denn der Vorteil? Ach, gibt Zufriedenheit. Alles klar. Da würde es ja fast mehr Sinn machen, wenn ich das noch weiter nach unten setze. Oder wenn ich es hier hinsetze. Da hat es allerdings keine Bushaltestelle. Oder ich setze es hier hin. Dann machen wir es hier hin. Weil dann habe ich ja viel größeren Einflusskreis. Sehr gut. So, dementsprechend haben wir jetzt auch mehr Touristen, ja? Nö. Erst ab 250. Die Köche haben Talent. Das Erzherzogsschnitzel ist wirklich köstlich. Es wird doch sicherlich bald noch andere Gerichte geben. Boah, das gibt's nicht. Ich müsste noch ein Teil bauen. Noch ein Rest. Noch ein Hotel. Ich würde gerne wissen, ob das Essen in diesem Restaurant aus frischen Zutaten zubereitet wird. Ja, wohin schicken Sie denn normalerweise Ihre Touristen zum Essen? Zeigen Sie es mir. Frische, gesunde Nahrung. Wählen Sie einen Ort, an dem frische, gesunde Nahrung für Sie hergestellt werden. Wollen Sie damit sagen, Ihre Lebensmittel werden industriell verarbeitet? Da vergeht mir glatt der Appetit. Ja, Fischfang machen können. Das ist nicht industriell. So, super. Restauranti, check. Dann sind wir gleich... So köstlich die Erzherzogsschnitzel auch sind, ich kann sie nicht jeden Tag essen. Nee. Lassen Sie uns Ihre Speisekarte gemeinsam überarbeiten. Dann gehen wir gleich auf die Dings. Haute Cuisine Vorspeise. Eine Speise dient mehr als nur der Nahrungsaufnahme. Sie bedeutet... einen Friedensvertrag unterzeichnet. Jawohl. Ein Erlebnis, eine Hommage an Land und Leute. Ein reichhaltiges Hauptgericht ist das A und O. Es werden ausgeklügelte gastronomische Ideen erwartet. Doch zugleich müssen die Gäste erst ein bisschen... Ich habe irgendwas erreicht. Warum wollte ich liebkost werden? Köstlicher Aromen, Kontrast, reiche Texturen. Wieder Fleisch? Fleisch, sagen Sie? Wie wäre es mit Meeresfrüchten? Mauerfleisch. Exzellent. Um den Geschmack abzurunden, fehlt nur noch eine Soße, ein Schuss Soße und eine Garnierung. Wild eignet sich als Filet ideal für eine feine Panierung aus Semmelbröseln und Kräutern. Andere Fleischsorten schmecken teilweise besser in einer süßen, fruchtigen Soße. Eine dicke und samtige Umhüllung, die natürliche Süße von Suppenfleisch hervorhebt. Welches sagt Ihnen zu? Dunklen Soße mit Mais? Wild in einer Kräuterkruste, also mit einer Beilage aus Buttergemüse. Paniertes Reh, wunderbar. Auf den Punkt gegartes Gemüse und eine sämige, dunkle Soße rund das Gericht ab, himmlisch. Ich glaube, ihr Wild en Croûte und ein warmes Semmeln verkaufen. Rezept freischalten. Hervorragende Wahl. Ich werde Ihre Köche umgehend einweisen. Natürlich. Rezeptbuch. Was brauche ich denn für Wild en Croûte? Wurst? Nee, Quatsch. Rentierfleisch, Kartoffeln und Mehl. Rentierfleisch wächst hier nicht. Also, was, die Bedingungen für Rezepte haben sich geändert? Oh, die Gäste müssen unsere neue Kreation probieren. Probieren? Eine Baumschule mit Konfitüre. Ja, hatte ich gerade schon im Blick. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Es liegt hauptsächlich daran, dass... alle unsere Menschen gerade krank sind und sterben. Also nicht alle, aber viele. So. Konfitüre. Baumkatalog. Kirschholz und sowas machen wir später. Konfitüre. Ja, es mangelt extrem an Menschen. Liegt daran, dass... Oh mein Gott. Das wird noch ewig dauern. Alter, wo fahrt ihr denn mit dem hin? Wolkenbruch. Okay, ist sogar schon angeschlagen.
Hier ist irgendwo noch eine Mission. Hä? Achso, starten Sie im... mit einem Rezept. Oh Gott. Ich kann das nicht machen. Ich habe kein Rentier hier. Ja, machen wir später. So, Traktoren müssen wir immer noch irgendwann mal machen. So, nichtsdestotrotz. Wir haben Konfitüre freigeschaltet. Wo kriegen die... Ganz betört von den vielen Sehenswürdigkeiten und all der Schönheit. Ja, ja, ja. Wo kriegen die die Konfitüre her? Achso, wahrscheinlich genauso wie Brot. Einfach aus der Dings, ne? Warum seid ihr... Warum sind denn alle Bedürfnisse minus 10? So, der Zoo geht auch voran. Sehr gut. Da sind wir weit weg. Speicherstadt. 450. War da eine Bushaltestelle? Ja. Die Menschen lassen sie hochleben. Ah, okay. Die müssen attraktiver werden. ...608 haben wir hier. Ich glaube, auf in Crown Falls sind wir bei irgendwas knapp vor 1000. Ja, oh, hält er an? Er hält tatsächlich an. Schön, dass man das so realistisch gestaltet. Gestaltet. Stimme. Und hier können wir irgendwas Touristisches noch reinmachen. Tourismus. Roter Sonnenschirm. Bühne. Fotobooth. Aussichtspunkt. Na gut, ein Aussichtspunkt. Naja. Zauberhafter Pavillon. Postkartenstand. Souvenirladen. Kirschbaum mit Bank. Gelbes Blumenbeet. Wegweiser. Gepäckwagen. Aussichtspunkt. Stadtplan. Gibt sich einfach nur... Kann ich das nicht größer machen? Tja, ich hätte gern diese normalen Dinger. Ja, so geht's auch. Können die Leute da durchspazieren? Ja, und da machen wir irgendwann mal was hin. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ach echt, ja? Crown Falls wird attraktiver, obwohl alles gerade stirbt. Super. Wie sieht's denn aus? Konfitüre. Oh Gott, das dauert aber noch ein bisschen. Ich muss übrigens den Weg noch durchsemmeln, ne? Also nicht, dass ich das hier vergesse. Können wir hier noch eine zweite Konfitüre-Dings bauen? 99. Ja, komm. 99 ist okay. Ist verkehrt rum, ne? Nee, ist genau richtig. So, 97%. Ja, ist okay. The Bomb Catalog. Ja, ja, ja. Was war da? Ach, ich habe übrigens immer noch eine Dings. Blueprint. Messinghütte. Das upgraden wir. Na, wir machen nur noch 10.000 plus. Was? Alles ganz wunderbar, dass wir in diesem Zoo gehen können, aber es sind dort nur so wenig Tiere, die man bestaunen kann. Können Sie mehr oder vielleicht exotische besorgen? Ja, mach ich. Na klar. Ich weiß zwar gerade nicht, ob ich welche noch habe. Nein, habe ich nicht.
Mann, ich will eigentlich überhaupt gar nicht hier so wirklich in Tourismus investieren. Weil, wie gesagt, meine Hauptstadt wird Crown Falls. Was ist denn hier irgendwie los? Auf wen schießt ihr? Flotte erwartet Befehle. Formation einnehmen. Das denn? Das war aber auch nicht normal. So, ich mache jetzt einfach... Scheiße, Mann, ich kann das nicht machen. Ich mache das andere Rezept in Crown Falls. Ist egal. So, wir müssen hier auch nichts mehr machen eigentlich, ne? Wir können jetzt erstmal wieder in die Arktis. Da können wir nämlich schon seit längerem... Es war mein Traum, hierher zu kommen. Ich kann mich nicht... Nichts machen, weil unser Clipper immer noch nicht da ist. Ich habe das aber schon losgeschickt, ne? Ja, alles gut. Mann, der braucht aber auch lange. Ach, weil ich hier... sorry. Halbe Geschwindigkeit nur hatte. Na gut, mein Fehler. Ja, dann werden wir uns morgen noch hier ein wenig drum kümmern. Was ist denn hier eigentlich das Problem? Wir können die Phase schon längst beginnen eigentlich. Weil dann könntet ihr schon die Bretter aufbauen. Fehlende Waren. Genau, dann kommen jetzt schon mal die 50 Holz rein. Ja, ja, fehlende Ware, alles gut. Müssen wir schon mal 5 Holz aufladen. Oh, 10 Holz sogar, noch besser. Und jetzt müsste es theoretisch auch schon losgehen, oder? Nee. Geht nur zusammen mit Zement. Ach ja. Ach du heilige Scheiße. Ist einfach überhaupt nicht besser wird gerade. Und zack, die nächsten. Wow, ist das eine Monsterkrankheit. Ehre, ja. Wem Ehre gebührt. Ja, sehr gut. Freude, meine Freunde. Freude. So, hört auf. Was war denn? Ja, ja, alles gut. Wir machen mal ein bisschen... Patrouille wieder. Scheiße, mit links aus, ne? Nein. Flotte auf Patrouille. Ja, mit links. Ach Gott, hier haben wir immer noch eine tote Insel. Die wir noch nicht einmal angefangen haben. San Sebastian. Geht's richtig bergab. Es werden auch nur die Privilegierten geholfen. Selbst der Marktplatz hat Krankheit. Gott. Schön. Sieht anders aus. Meine Damen und Herren, wir machen Schluss. Wieso habe ich Gold? Das ist ja krass. Das ist einfach gar kein Ding. Okay, cool, dass ich Gold habe. Das können wir erstmal abgeben. Abdrehen, beginnen. Dann machen wir Schluss für heute. Ja gut, Attraktivität ist gerade richtig im Minus. Wegen Instabilität. Und dann sehen wir uns... Nein, Bente. Das mache ich nochmal ganz... Oh, 57 wieder. Kann ich mit ihm handeln? Nee, unmöglich. Wahrscheinlich. Nahezu sicher. Darf ich meinen... Nun, das sollte wohl eine... Unwahrscheinlich. Ja gut, aber es geht bergauf. Das ist sehr gut. Das ist wirklich nett von dir. Auch wenn andere gewiss großzügiger sind. Du folgst nicht einfach der Herde. Nein. Set. Hopp. Ab. Bett. Beat.
Auch erstaunlich, dass keiner hier in die Arktis will. So, gut, wir machen erstmal Schluss. Bevor ich mich hier schon wieder um Kopf und Kragen rede. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein, wünsche euch einen erfolgreichen Start in die Woche und bleibt alle gesund, wenn ich das hier sehe. Alter, hier ist einfach alles im Eimer. Hier werden wir noch richtig aufräumen müssen. Naja, machen wir dann nächstes Wochenende wieder. Haut rein, meine Lieben.